Am kommenden Sonntag ist der 17. Tammuz. Kommender Sonntag, 17. Tammuz. Und wenn Gott behüte, Chas v'Shalom, wenn bis dahin Mashiach nicht kommen wird, werden wir fasten müssen. Es ist ein Fasttag, einer von den sechs Fasttagen, einer von den sechs Fasttagen, die wir im Jahr haben. Wir haben insgesamt sechs Fasttage. Um sie leicht zu merken, gibt es eine Eselsbrücke. Die Eselsbrücke ist schwarz-weiß, Mann-Frau, lang, kurz, leicht zu merken, schwarz-weiß, Mann-Frau, lang, kurz. Was heißt das? Schwarz-weiß. Schwarz, das ist Tisha B'Av. Tisha B'Av, ein Trauertag, viele Tragödien sind da geschehen und in der ganzen Geschichte Kaparat Avonot, kein guter Tag. Ein schwarzer, trauriger Tag. Weiß, Yom Kippur. Yom Kippur, ein fröhlicher Fasttag. Es ist kein Fasttag zum Trauern. Ein fröhlicher Fasttag, der Talmud sagt, es gab keine schönere Zeiten für Am Israel wie Yom Kippur. Yom Kippur, fröhlicher Tag. Deswegen weiß. Dann gibt es Mann-Frau. Mann, das ist zum Gedalia im Namen von einem Mann. Gedalia, das ist, wir fasten, das ist am 3. Tischrei, wir fasten Tag nach Rosh Hashanah. Wir fasten da wegen Gedalia ben Achikam, der an diesem Tag ermordet wurde. Wer war Gedalia ben Achikam? Gedalia ben Achikam, als Nebuchadnezzar im Mach Shemo Veshem Zichro, als er den Tempel zerstört hat, er hat Jerusalem, Tempel zerstört und er hat alle Juden vertrieben aus Jerusalem. Aber er, trotzdem, dass er im Mach Shemo ein Bösewicht war, er wusste aber, dass Eretz Israel, die gesegneten Früchte von Eretz Israel, sie sind nur da, wenn Am Israel dort ist. Solange Am Israel nicht in Eretz Israel ist, gibt es keinen Segen. Das Land ist verödet. Eine Prophezeiung übrigens, die wir jetzt mit unseren eigenen Augen können das sehen. Wir waren 2000 Jahre waren wir nicht, knapp 2000 Jahre waren wir nicht im Heiligen Land. Wir wurden vertrieben. Am Anfang von den Babyloniern, nachher von den Griechen, den Römern am Ende. Vertrieben von Eretz Israel. Und Gott hat in der Tora geschrieben, dieses Land wird verödet. Shemama, leer. Es wird nicht, es werden dort keine Städte gebaut. Es wird verödet, bis meine Kinder wieder zurückkehren. Vor 70 Jahren, Am Israel ist wieder zurückgekehrt und siehe da, tak, 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 plötzlich das ganze Land wieder aufgebaut, Shtabach Shemolad. Prophezeiung, 2000 Jahre, niemand hat was dort gebaut. Niemand hat was, obwohl jetzt alle Augen schauen dorthin und für alle ist das ein heiliges Land und jeder will, nun kommt's, macht's etwas. Nein, nein, Gott hat versprochen, solange Am Israel nicht dort ist, wird es nicht aufgebaut. Baruch Hashem. Und er hat deswegen, hat Nebuchadnezzar hat er gelassen, eine kleine Gruppe von den Juden, die dort leben, und über sie einen Herrscher von Am Israel, das war Gedalia ben Achikam, er soll dort über sie herrschen. Und nachher wegen Lashon Hara, was gegen ihn gesprochen wurde, Gedalia ben Achikam wurde am 3. Tischrei ermordet. Nebuchadnezzar aus Wut hat nachher noch die Letzten hat er vertrieben und so war nachher endgültig das ganze Volk im Exil. Das war der 3. Tisch. Das ist der Mann, Gedalia ben Achikam. Frau, wer ist die Frau? Esther, sehr gut. Esther ist kein trauriger Fasttag, auch ein fröhlicher Fasttag. Zur Erinnerung zu dem, was Esther damals gefastet hat. Das ist Mann, Frau. Und dann haben wir kurz, lang. Kurz, das ist Asara Betevet. Der 10. Tevet, wo die Stadt Jerusalem belagert wurde. Es ist im Winter. Im Winter sind die Tage sehr kurz, das heißt, es beginnt circa um 6 Uhr und endet um 16:30, 17 Uhr. Das ist ein sehr kurzer Fasttag. Und dann kommt der lange Fasttag, das ist der 17. Tammuz. Dieses Jahr 2021 beginnt der Fasttag um 3:19 Uhr und endet
laut der leichteren Version hier in den Kalendern 21.17 Uhr. Die Definition von der Zeit ist ab der Morgendämmerung bis Sternenauszug. Ja, bei vielen Kalendern je schreibt man es immer anders, aber damit wir wissen, Morgendämmerung, Sternenauszug, dieses Jahr in Wien 3.19 Uhr bis 21.17 Uhr. Fünf schreckliche Dinge sind am 17. Tammuz sind geschehen. Ich will diese fünf Dinge einmal überspringen und gleich, wir werden nachher noch genau reden, was genau da geschehen ist, aber es beginnt auch die Periode, die Zeit von Yeme Ben HaMetzarim, die Trauertage über den Tempel. Und das heißt, es sind Sachen, die wir nicht mehr machen dürfen, von 17. Tammuz bis zum 9. Av. Insgesamt sind es 21 Trauertage. 21 Trauertage, man nennt das die drei Wochen Yeme Ben HaMetzarim. Und genau diese 21 Tage zwischen 17. Tammuz und dem 9. Av. Wir haben noch 21 Tage, und zwar 21 Tage haben wir auch von Rosh Hashanah, wo die Feiertage bei uns sind, von Rosh Hashanah bis Hoshana Rabbah sind auch 21 Tage. Dann, wenn wir nehmen alle Yamim Tovim, alle Feiertage, die wir haben, alle Feiertage, die wir zählen, es sind 19, plus symbolisch einen Tag für Rosh Chodesh und symbolisch einen Tag für Shabbat, haben wir auch insgesamt 21 Tage. Das heißt, wir haben einerseits 21 Trauertage, wir werden jetzt gleich darüber reden, genau was erlaubt ist, was verboten ist, und 21 festliche Tage, Feiertage. Die Feiertage, die wir haben, Feiertage, was sind genau diese Feiertage, diese Yamim Tovim, die wir haben? Für was haben wir diese Yamim Tovim? Yamim Tovim übrigens auch der Tisha B'Av, Shalom Alechem. Der 9. Av, auch er wird als Yom Tov genannt. Tisha B'Av. Moadim, Yamim Tovim, Moadim, das Wort Moed wird abgeleitet, von wo kommt es? Die Wurzel von Moed ist Hitva'adut. Hitva'adut, das ist ein Treffen, wo geht's Hitva'adut, ja? Ein Treffen, wo sich alle treffen und sich näher kennenlernen. Hitva'adut. Es kommt auch vom Amos, der Prophet Amos, 3. Kapitel, 3. Pasuk. Ayelchu shnaim yachad bilti im noadu. Ja, bilti im noadu. Können zwei gehen und dass sie nicht sich zusammentreffen. Auch da noadu vom Wort treffen. Oder in der Torah, Shmod. Venoadeti lechasham ben shnei. Und ich werde dich dort treffen zwischen den zwei Kruvim. Moed. Die Feiertage sind eigentlich dazu da, damit wir uns mit Gott begegnen, damit wir uns mit Gott treffen, damit wir uns mit Gott vereinigen. Moed. Deswegen, an den Feiertagen, wie kommen wir dazu, uns mit Gott zu treffen? Diese Nähe zu Gott, wie kann man die Nähe zu Gott erreichen? Sagen unsere Weisen, Vehaita Achsameach, mit der Freude, wenn du dich freust an den Feiertagen, wenn du an den Feiertagen Freude hast, durch die Freude wirst du näher zu Gott kommen. Deswegen Simchat Beta Shoeva, war im Beta Migdash zu Sukkot. Simchat Beta Shoeva, man hat geschöpft Wasser und man hat dieses ganze Simchat, diese ganze Feier hat man genannt, die Feier der Schöpfung, des Schöpfens. Ja? Die Feier des Schöpfens. Warum? Weil man hat Wasser geschöpft. Aber die Weisen sagen nein. Shemisham shoavim ruach hakodesh. Von dort bekommt man, von dort schöpft man ruach hakodesh, den Heiligen Geist. Sagen unsere Weisen im Talmud, dass Jonah ben Amittai, Jonah, der Prophet Jonah, wir lesen ihn zu Yom Kippurim. Der Prophet Jonah
Wie wurde er zum Propheten? Wie wurde er so heilig, Prophet, dass Gott mit ihm redet? Er war einmal in dieser Feier, in Beit Simchat Beit HaShoeva, und durch diese extra Freude, die er bekommen hat, die er sich gefreut hat, mit dieser Freude, das hat ihn dazu gebracht, der Prophet Jonah zu werden. Dank dieser Freude. Es wird auch erzählt im Buch der Könige, bei Shaul HaMelech. Shaul HaMelech, er hat gesucht einen Propheten, damit er mit ihm, das steht geschrieben, Ve'aya kenagen amenagen, vatiyarach alav ruach Elokim. Er hat gesagt, bringt mir jetzt jemanden, einen Spieler, der spielt, damit ich ein bisschen eine gute Laune bekomme. Und mit dieser guten Laune hat er nachher bekommen Prophezeiung. Ja? Durch die Feiertage, wir kommen näher zu Gott. Wir treffen uns mit Gott. Und auch Tisch ab, das Ganze, das ist eigentlich der ideale Fall. Wie nähern wir uns zu Gott durch die Feiertage? Aber das ist, wenn alles in Ordnung ist. Wenn Beit HaMikdash hier ist, En Simcha Ela Bebasar Veyain, die Freude ist durch das Fleisch der Opfer, die wir essen, durch den Wein. Und so kommen wir auch zur Freude und nähern uns zu Gott. Aber diese Nähe zu Gott, leider Gottes, wir sind jetzt im Exil. Wir haben kein Beit HaMikdash. Wir können jetzt nicht mehr uns so freuen, so auf diese Art und Weise. Deswegen gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Wie kannst du näher zu Gott kommen? Wie kannst du Gott treffen? Und zwar durch die Trauer auch, leider Gottes. Und deswegen auch durch die Trauer. Tisha B'Av, was haben wir gesagt? Tisha B'Av, es wird auch als Moed genannt, als Feiertag. Ja? Es steht geschrieben im Echa, Kara alai Moed. Tisha B'Av. Zu Tisha B'Av, wir sagen kein Vidui, kein Sündenbekenntnis. Warum ist es ein Feiertag? Und auch nicht am Tag davor. Auch am Tag vor Tisha B'Av, Mincha, zu Mincha vor Tisha B'Av, sagen wir auch kein Vidui. Das heißt, du siehst einerseits die Trauer und andererseits die Freude. Beide sind für uns Sachen, die uns näher zu Gott bringen. Sowohl die Trauer als die Freude. Darum auch ein Zeichen, dass am selben Wochentag, wo Tisha B'Av stattfindet, am selben Wochentag, was findet statt? Der erste Tag von Pesach, die Erlösung. Das heißt, das Exil, die Zerstörung und die Erlösung sind am selben Tag. Das heißt, entweder durch die Freude oder Mima'amakim Keratich Hashem. Von der Not, von dem Leid, von dort kann man auch zu Gott näher kommen. Leider Gottes, wir sehen das auch, was Shlomo HaMelech sagt. Was sagt König Salomon? Sagt, Tov lalechet el Beit HaAvel, milechet el Beit HaMishteh. Es ist besser zu gehen zu einem Trauerhaus, Yeshua und so weiter, als zu einer Feier. Einer hat mir einmal gesagt, Tov lalechet le Beit HaAvel shel Abucharim, מלהלכת לבית המשתה של אשכנזים. ברור, אבל דוד קיפטס פיל צומסן, ודוד קיפטס ניקס צומסן. אבא, זו עוד הזו, דוזיסט לא יותר מנחמל, מנחה, לידה גוטס, ון ערין את זה צוקומן אינדי סינגוגה, צובית נמיניין, חס ושלום מיני מן גשתואב מיס. ונמוס את 12 מונת אלנג מוס הקדיש, ונפון דת ראווה, kommt er nachher auch zu dieser Nähe Gottes, dass er kommt nachher zu Shiurim, er widmet nachher Shiurim und er betet im Minyan, sagt Kaddish. Und das sind jetzt genau diese Tage. Diese Tage, die wir jetzt haben, sind einerseits, wird darüber geschrieben, Kol Rodfeha Isigua Ben HaMetzarim. Das sind diese 21 Tage zwischen 17. Tammuz und der 9. Ab. Es sind Tage, wo alle, die uns jagen, so sagt der Pasuk, alle, die uns jagen, sie schaffen es in Ben HaMetzarim in dieser Zeit. Deswegen viele Tragödien, das jüdische Volk, leider Gottes, hat viele Tragödien in diesen Zeiten gesehen. Aber andererseits sagt man, was haben wir gesagt? Kol Rodfeha Isigua Ben HaMetzarim. Rodfeha, alle Jäger erreichen uns.
Aber Rodfea, man kann das Wort teilen. Rodef, ja. Ja ist Gottes Namen. Das heißt, diejenigen, die Rodef, das heißt, er rennt zu Gott. Jeder, der rennt und läuft und will etwas Geistliches erreichen, Kol Rodef, ja. Isigua Benamezarim. Du kannst es erreichen in dieser Zeit von Benamezarim. Das heißt, du kannst spirituell dich selbst aufbauen, sehr stark in diesen drei Wochen, in diesen 21 Tagen. Darum sagt uns der Talmud Yerushalmi, wann wird der Mashiach geboren? Talmud Yerushalmi sagt, Tisha B'Av Nolad Mashiach. Am 9. Ab wird, obwohl das ist der schreckliche Tag, was haben wir gesagt, wie wird der Faster genannt? Schwarz. Das ist was schrecklich. Trotzdem genau von dort, von diesem Leid, von diesem Schrecklichen, von dem Schwarzen, von dort kommt die Erlösung. Von dort wird der Mashiach geboren. Ja? Der Talmud sagt uns auch, Baba Batra, Seite 99, dass wenn Am Israel zur Zeit von Beit HaMikdash, wenn Am Israel sich gut benommen hat und Osim Rezono Shel Makom Gottes Wort erfüllt haben, so im Beit HaMikdash an der Bundeslade, da gab es zwei Engel, ja, zwei aus Gold, ja, zwei solche Gesichter mit Flügel, sie waren dort über die Bundeslade. Wenn Am Israel Gottes Weg gegangen sind, waren Tzadikim, haben alles erfüllt, ordentlich, so Penehem Ishel Achiv, so haben diese Kruvim, diese zwei Engel, eins auf den anderen geschaut, also durch ein Wunder. Es ist also Gold. Gold kann sich nicht bewegen. Aber wenn Am Israel nicht Gottes Wille erfüllt, waren nicht Tzadikim, so Upneem Elabait, also haben sich umgedreht und einer dem anderen den Rücken gezeigt. Das heißt, wenn wir Tzadikim waren, wenn wir Gottes Weg gegangen sind, dann waren sie eins gegenüber den anderen. Umgekehrt, wenn wir keine Tzadikim waren, war das jetzt. Als der Beit HaMikdash zerstört wurde, sind reingedrungen die Goyim in Beit HaMikdash. Als erstes, was haben sie gemacht? Sie haben die Bundeslade rausgebracht. Und was sehen sie dort? Wie waren diese Engel am schlimmsten Tag? Tisha B'Av, wo wirklich jetzt steht geschrieben, diese Engel, nicht nur, dass sie eins zum anderen geschaut haben, sondern sie haben sich auch umarmt, einer dem anderen. Das heißt, es ist nicht nur eine, das zeigt die Liebe Gottes zu uns. Ja. Es ist nicht das, ja, okay, wir sind gute Freunde. Nein, genau dazu, Tisha B'Av sagt Gott, wir sind keine guten Freunde. Wir lieben uns und es ist, als ob Gott uns umarmte zu dieser Zeit. Du siehst einerseits so und andererseits so. Das heißt, manchmal, leider Gottes, durch den Schmerz, durch den Leid, durch den Schwarzen, durch die Trauer manchmal, genau dort, in der Dunkelheit manchmal, findest du das große Licht von Gott. Aber wenn jemand gescheit ist, muss nicht dafür warten. Jemand, der gescheit ist, er muss nur nachdenken. Von uns wird eigentlich nur verlangt, mach ein bisschen das, was hier drinnen ist, mach ein bisschen auf. Denk ein bisschen nach. Jede Situation, die da ist, ist zum Nachdenken für dich gebracht. Nachdenken und sicher auch später dementsprechend handeln. Den Trauernden, wenn jemand stirbt, wir wissen, 12 Monate kommt die Familienangehörige kommen und sagen Kaddisch, 12 Monate lang. 7 Tage, die sitzen Avelut. Sie sind trauern, sitzen zu Hause auf dem Boden, Shivadi me Avelut. 30 Tage, man tut sich rasieren und 12 Monate lang, die Kinder sagen für ihren Kaddisch. Aber hauptsächlich 7 Tage, das sind die Trauertage, wo man nicht arbeiten darf, man bleibt zu Hause und. Für was? Damit die Trauernden innerhalb von diesen 7 Tagen sich ein bisschen Gedanken machen. Schau, unser Freund ist gestorben, Familienangehörige ist gestorben und man bleibt nicht ewig auf dieser Welt. Irgendwann einmal müssen wir in den Himmel und uns dort rechtfertigen. Die Fragen, die wir gestellt werden, bin ich bereit dafür? Jeder von uns hat 2 Wege, entweder den guten oder den besseren.
Bezrat Hashem, jeder von uns, Bezrat Hashem Gan Eden, aber... Und in diesen 7 Tagen, die Trauernden denken nach, das bringt sie zum Nachdenken. Man sitzt zu Hause, geht nicht arbeiten und beschäftigt sich nur mit das, was jeden später irgendwann mal erwartet. Aber wir, für das, was wir jetzt in diesen 21 Tagen sind, 7 Tage genügen uns nicht. Unsere Weisen sagen, wir wollen, dass du 3 Wochen lang, 21 Tage, du darfst jetzt keine Musik hören, du darfst jetzt nicht dies tun, nicht jenes tun und wir werden noch genau später noch erklären, was verboten ist. Und innerhalb von dieser Zeit, mach dir ein bisschen Gedanken, denk nach, bist du vielleicht auch einer von denen, die die Erlösung verhindern? Bist du vielleicht einer von denen, weil unsere Weisen sagen, Kol dor shelo nivna bet ha-migdash beyamav, keilu nechrav beyamav. Jede Generation, wenn der Bet ha-migdash nicht zu dieser Zeit aufgebaut wird, muss jeder von uns denken und fühlen, als ob jetzt gerade noch eine Rauchsäule, als ob jetzt gerade im Bet ha-migdash verbrannt wird. Und das heißt, unsere Taten sind genauso schlimm wie die von denjenigen, wie damals der Tempel zerstört wurde. Das heißt, du bist einer von denen, deswegen der Tempel zerstört wurde. Und in diesen 21 Tagen musst du dich ein bisschen mit dir zusammen sein und ein bisschen nachdenken. Genauso wie an den Feiertagen. Und so dich nachher ein bisschen näher zu Gott bringen. Eigentlich diese 21 Tage, das sind jetzt eigentlich Vorbereitungstage für die hohen Feiertage. Mach die Augen zu, es ist bald Elul. Elul, Anil, Dodi, Vedodi, Li, die Vorbereitungen, Slichot, Rosh Hashanah, Kippur. Das heißt, und diese Tage jetzt, wie diese hohen Feiertage aussehen werden, das hängt ab von diesen Tagen. Jetzt musst du schon beginnen, dir Gedanken zu machen. Okay, wo bin ich nicht in Ordnung? Was muss ich mich verbessern? Was kann ich noch besser tun? Wie sind meine, einmal die Sünden, welche kann ich abschaffen? Dann die Mitzvot, wie kann ich die Mitzvot verbessern? Sind sie wirklich so, wie sie sein sollten? Wichtigste ist, Itbonenut, nachdenken. Nachdenken, manchmal, man braucht eigentlich nicht diese 21 Tage und 7 Tage. Es ist manchmal, es hängt von einem Augenblick ab. Manchmal von einem Augenblick in deinem Leben. Wenn du in einem Augenblick die richtigen Gedanken hast und dementsprechend handelst, es kann dein ganzes Leben verändern. Es gab den großen Rabbiner Asaba Minowardok. Asaba Minowardok, der Opa aus Novardok. Und er war Tzadik Yesod Olam, also mit dem Glauben, das war Beton, man konnte ihm nicht, er hat viele, viele Yeshivot, tausende von Schülern und über ihn, ich erzähle das einmal, er musste irgendwo außerhalb der Stadt musste er wegfahren. Nun, man muss Zug, er fährt, er geht und wartet bei der Zughaltestelle. Wartet bei der Zughaltestelle und es ist 5 vor, bevor der Zug wegfährt. Und es kommt zu ihm ein Schüler, oh Rebbe, Sie sind hier, ja Sie, wohin fahren Sie? Ich muss nach dieser Stadt fahren. Ah ja, nun, warum steigen Sie nicht ein? Ich habe kein Ticket. Nur dann kaufen Sie. Ich habe kein Geld für Ticket. Wie? Und wie wollen Sie dann, warum sind Sie dann hergekommen? Bezrat Hashem, Gott wird helfen, ich werde fahren. In 5 Minuten der Zug fährt. Wie wollen Sie Bezrat Hashem? Ja, aber wie? Ohne Ticket, ohne Geld, Sie stehen da. Von alleine wird nichts tun. Sagt er, Bezrat Hashem, alles wird gut sein. Und schon tut, schon 1 Minute davor. Der Schüler sagt, Moment, der Rabbi rennt sofort, ein Ticket, kauft ein Ticket, Quodorav, wie haben Sie denn Ticket? Aber ich bitte Sie, das letzte Mal, jetzt war ich hier. Was hätten Sie gemacht, wenn ich nicht da wäre? Wenn du nicht da wärst, Gott hätte geschickt einen anderen guten Mann, der mir geholfen hätte. Das heißt, er war stark mit dem Glauben, das Chabalas Mann. Er selbst aber, dieser große Rabbiner, er war nicht immer Rabbiner.
Er war am Anfang, er war ein Holzhändler. Oligarch, reicher Mann, mit Holz gehandelt. Und er war einmal im Zug und neben ihm ist gesessen Rabbi Israel Salant, ein alter Mann, Rabbi Israel Salant, alle kennen ihn, großer Tzaddik. Und Rabbi Israel Salant fragt ihn, wo sind Sie und von was lebst du? Von was lebe ich? Ich bin ein reicher Mann, ich verkaufe Holz, von dort an weiter. Nicht, was du verkaufst. Von was lebst du? Sagt er, was heißt, von was lebe ich? Ich verkaufe Holz, ich bin ein Holzhändler. Ich habe nicht gefragt, mit was du handelst. Von was lebst du im Himmel? Von was wirst du im Himmel leben? Sagt er, ich weiß es nicht. Wie sagt er, mit deinem Geld, das Ganze wirst du nicht mit in den Himmel bringen. Du musst irgendetwas noch, Torah, Mitzvot, hast du Zeit für Torah? Und dieser eine Satz, er hat nachgedacht, Moment, er hat recht, dieser alte Mann hat recht. Geld nehme ich nicht mit mir in den Himmel. Und Torah, ich habe zwar viel Geld, aber was mache ich mit dem ganzen Geld? Okay, was hat er gemacht? Er hat mit diesem selben Zug, ist er nachher zurückgekehrt, hat all seine Wälder verkauft, mit dem ganzen Geld, Betonung, ganzen Geld, nicht Masse, 10%, mit dem ganzen Geld, Yeshivot aufgemacht und selber ohne Geld so von da, von dort, mit dem Gottesglauben gelebt. Asaba Minovardok. Schau bei ihm, ein Augenblick, ein kurzer Augenblick, wo er nachgedacht hat. Er hat einen Satz gehört, von jemandem, von Rabbi Israel Misalan, und einmal richtig nachgedacht und dementsprechend gehandelt, sein ganzes Leben verändert. Tausende von Yeshivot, also Tausende von Bachurei Yeshivot und wirklich viele, viele Schüler, dank was? Dank einen Augenblick, den er zugehört hat, nachgedacht hat und dementsprechend gehandelt. Asaba Minovardok. Der Talmud erzählt uns, Sanhedrin, Seite 96b. Es gab einen Nebuzaradan, Mach Shemo Veshem Zichro. Nebuzaradan, er war der Verteidigungsminister von Nebuchadnezzar, Tempel zerstört hat. Ja? Und Nebuchadnezzar hat ihm geschickt, geh und zerstöre den Tempel Jerusalem, mach alles kaputt. Aber er sagt, ich weiß, der Gott von Am Israel, er mag es, wenn die Juden Tschuwa machen. Und wenn sie Tschuwa machen und beten, deswegen, da können wir nachher in Schwierigkeiten geraten. Deswegen, ich sage dir, lass es nicht zu, dass das jüdische Volk betet. Verhindere sie vom Beten aus. Und dann wirst du es erreichen. Er geht dorthin. Am Anfang dachte er sich, was ist das Jerusalem, ich werde es tschick-tschack, alles finito la commedia. Er kommt dorthin mit 300 Kamele voll mit Werkzeugen, um die Mauer aufzubrechen. Er versucht und die ganze Zeit, das Werkzeug geht kaputt, aber die Mauer bleibt. Bis am Ende noch ein alter Mann hat ihm gesagt, schau, du willst sie gewinnen. Was bringst du dorthin? Sie haben immer jeden Tag, haben sie, Am Israel hat gebraucht zwei Schafe für den Korban. Wir haben einen Korban, einmal in der Früh, einmal am Abend. Und so viele Schafe gab es in Jerusalem. Und deswegen haben sie über die Mauer, haben sie raufgebracht, immer mit so einem Lift, zwei Schafe. Und genau mit diesem Gewicht haben die Juden Gold gebracht. Und so jeden Tag zwei Schafe bekommen. Sagt dieser alte Mann, du willst da reinkommen, du willst, solange ihr ihnen diese Schafe gibt, solange sie die Korbanot, die Opfergabe darbringen, habt ihr keine Chance. Ah, so, okay. An dem Tag hat er aufgehört und keine Schafe gegeben. Statt zwei Schafe, was hat er gegeben? Zwei Schweine draufgegeben. Und zwei Schweine draufgegeben, mitten beim Raufziehen. Diese zwei Schweine haben ihre Pfoten auf die Mauer gegeben und ganz Eretz Israel, schreibt der Talmud, hat gebebt davor. Pass mich herum, Schweine, wo auch immer. Kurz gesagt,
gab es keine Opfergabe, das war auch am 17. Tammuz. Und es ist eine letzte Axt ist übrig geblieben, um die Mauern aufzubrechen. Letzte Axt. Okay, er versucht das letzte Versuch, wenn nicht, ich gehe zurück. Er versucht und will den letzten Schlag geben, aber vor dem Schlag, was macht man immer? Man gibt kurz so ein, zwei kleine Schläge und nachher mit vollem. Und bei diesen ein, zwei kleinen Schlägen, pack, pack, ist plötzlich aufgegangen das Schloss. Aufgegangen, reingekommen und geplündert, ermordet. Und es war, Flüsse von Blut ist geflossen in Jerusalem. Bis nachher, kommen wir gleich zur Sache, bis er nachher gekommen ist zum Beit HaMikdash. Dieser Nebuzaradan, Imach Shemo V'Shem Zichro. Kommt in Beit HaMikdash, zerstört, was er zerstören kann. Und er kommt nachher in einen Raum, Azara. Also in die Azara ist er gekommen. Und er sieht dort in diesem Raum, es gibt auf dem Boden ein Blut, das blubbert, als ob es kocht. Plack, 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 plack. Er fragt, sagt, was ist dieses Blut? Sagt, nein, nein, das ist Blut von der Opfergabe. Opfergabe? So, du bringst zwei Schafe, ich will sehen, ob das dasselbe Blut ist, weil kochendes Blut kennt man nicht. Ja. Er schlachtet zwei Schafe daneben, sagt, das ist nicht dasselbe Blut. Ich sehe, das ist, gibt einen Unterschied. Entweder ihr sagt mir jetzt, was dieses Blut ist, oder ich werde euch alle mit, so wie bei Rabbi Akiva, Masrekot shel Barzel, mit dieser metallene Gabel euer ganzes Fleisch abkratzen und grauslich umbringen. Dann sagen sie, wir haben gehabt einen Propheten und einen Kohen. Kohen ben Navi. Sein Name war Zechariah Navi. Wir haben gehabt einen Propheten, Zechariah Navi. Und er hat uns zurechtgewiesen. Er hat gesagt, hört auf, macht keine Averot. Ihr verlässt euch auf Beit HaMikdash, dass dank dem euch nichts geschehen wird. Dieses Haus wird zerstört. Und es werden keine Opfer da. Und er hat das Volk zurechtgewiesen, Zechariah Navi. Übrigens, das ist derselbe Prophet, der prophezeit und sagt, dass jeder, das müssen leider Gottes viele hören, diesen einen Satz, jeder, der am Israel angreift, als ob er Gottes Auge angreift. Kol anogea be Israel, ke anogea be bavat enosh al HaKadosh Baruch Hu. Das heißt, alle diese Antisemiten, ich will mir nicht vorstellen, was mit ihnen nachher passieren wird. Kurz gesagt, Zechariah Navi, okay, er sagt, ich werde ihn beruhigen, dieses Blut. Er hat sie zurechtgewiesen und sie haben ihn nachher umgebracht. Navi, Prophet, redet mit Am Israel, kommt, seid Menschen, seid ordentlich, benimmt euch. Anstatt den Kopf runterzubringen, sagen, okay, Chatati, Aviti, Pashati, Beseder. Nein, nein, haben einen Stein geworfen und ihn umgebracht. Im Beit HaMikdash, den Kohen, den Prophet im Beit HaMikdash umgebracht. Nun, er sagt, ich werde jetzt dieses Blut, ich werde jetzt befriedigen, beruhigen. Er hat genommen Gelehrte, die dort waren, Rabbanan, eins nach dem anderen auf dieses Blut geschlachtet, damit das Blut sich vermischt und so das Blut nachher sich beruhigt. Bam, 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 schlachtet eins nach dem anderen. Nix, blubbert noch weiter. Er nimmt nachher Pirche Keuna, also die Kohanim, die dort gedient haben, die jungen Kohanim. Auch die, eins nach dem anderen, pack, 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 schlachtet, alles bleibt. Nimmt nachher Tinokot shel Bet Rabban, Kinder, die Torah lernen, kleine Kinder. Eins nach dem anderen schlachtet auf dieses Blut, damit dieses Blut sich beruhigt. Beruhigt sich nicht. Bis er geschlachtet hat dort, sich vorzustellen, 940.000 Menschen hat er dort auf dieses Blut geschlachtet. Er selber, so grausam er war, er hat es nicht mehr gefallen, sagt, Zechariah, Zechariah, die Guten von ihnen habe ich vernichtet, soll ich alle vernichten? Und dann hat sich das Blut beruhigt. Das Blut hat sich beruhigt. Jetzt er, dieser Nebuzaradan, war ein Bösewicht. Ein Bösewicht, Rasha. Er sieht das Ganze und nachher denkt er sich, Moment, er hat die Mauer zerstört. Drei Wochen lang Jerusalem geplündert, ermordet, plus nachher noch dort 940.000 Menschen abgeschlachtet. Es gab einen Felsen, wo auch ein paar hunderttausend Köpfe von kleinen Kindern er mit seiner Hand zerschmettert hat.
Grausamer Typ. Er denkt sich, Moment, schau dir das an. Dieses Blut, so viel habe ich geschlachtet, bis dieses Blut sich beruhigt hat. Sie haben nur eine Person getötet, diesen Zechariah Navi, und schau, was mit ihm passiert. Er denkt über sich, er hat so viele Menschen ermordet, was wird mit ihm sein? Nachgedacht, Gior hat er konventiert, Tshuva, und wurde Gerzedek. Der Wusseradan, so ein Bösewicht, so ein grausamer Typ, so viele Menschen ermordet. Ein Augenblick in seinem Leben ein bisschen richtig nachgedacht. Einen Augenblick nachgedacht und dementsprechend gehandelt. Von einem, der in Gehenom verbrannt werden sollte, Gerzedek Gan Eden. Schau, wie wertvoll jeder Augenblick in unser Leben ist, aber den Augenblick richtig ausnutzen. Der Midrash erzählt uns, Vayarach et Reach Begadav, habe ich euch mehrmals auch erzählt. Vayarach et Reach Begadav, Altikre Begadav, Ele Bogdav. Es gab einen Typen, Yakum Ish Zerorot. Yakum Ish Zerorot, er war der Neffe von Yosef ben Yoezer. Yosef ben Yoezer, er war von den ersten Tanaim, große Gelehrte, Talmidechem Gdolim. Und dieser Yosef ben Yoezer, Yosef ben Yisradat, zwar nicht immer Paare, dieser Yosef ben Yoezer, er wurde wegen einer kriminellen Tat ertappt und zu Tode verurteilt von den Römern. Was war seine kriminelle Tat? Er hat Torah gelernt. Torah gelernt und gelehrt und deswegen zum Tode verurteilt. Man bringt ihn auf den Pferd am Schabbat zur Hinrichtung. Auf dem Weg trifft ihm sein Neffe Yakum Ishtorot. Wer war Yakum Ishtorot? Er war, der mit den Römern zusammengearbeitet hat. Man nennt es auf Hebräisch Stinker. Nicht, dass er gestinkt hat, sondern Stinker, das ist jemand, Verräter. Er hat Leute verraten. Überall, wo er gesehen hat, jemand, der den Römern nicht gefällt, er hat sie verraten. Mäuser. Und er hat von denen bekommen seine Limousine, also einen super Pferd, großen Pferd von, bekommen von den Römern, weil er ihnen hilft. Und er begegnet sich mit seinem Onkel. Er sieht den Onkel, gefesselte Hände und auf dem Weg zum Galgen. Und er auf seinen Mercedes XLY fährt jetzt am Schabbat dort. Er sagt ihm und kommt und macht ihm ein bisschen ein, sagt ihm, schau, was für ein Pferd dein Herr dir gegeben hat und schau, was für ein Pferd mir mein Herr gegeben hat. Also die Römer, schau, was für ein Pferd sie mir gegeben haben. Und dein Hashem, dein Gott, auf den du dich so verlässt, schau, was für ein Pferd er dir gegeben hat. Ai. Sagt ihm, im lemach isavkach, du redest über deinen Pferd, dein Mercedes XYZ. Du bist jemand, der Gott ärgert. Wenn er dir so etwas gegeben hat, was wird er mir geben? Sagt er, aber du bist doch ein Zadik. Gibt es noch jemanden, der so viel für Gott gemacht hat, so wie du? Und du bekommst diese Strafe? Sagt er, umale oserezonokach. Schau, ich derjenige, der Gottes Willen erfüllt. Ich bekomme das, umso mehr die anderen, die nicht Gottes Wege erfüllen, dass sie umso mehr, dass sie auch noch Schlimmeres bekommen. Dieser Yakum Mishro, das war für ihn jetzt dieser eine Satz. Moment, schau, ich und er hat begonnen nachzudenken. Einmal nachgedacht wiederum, nachgedacht. Er hat nach, was hat er gemacht? Sich selbst, Arba Mitot Bedin. Die vier Hinrichtungen, die wir haben von der Tora, an sich selbst so gemacht und ist gestorben. Und doch kurz bevor sein Onkel hingerichtet wurde, er hört eine Stimme und sagt, Yakum Ish Zerorot Mezuman Lechayolam, er ist willkommen in Gan Eden. In letzter Sekunde Tshuva gemacht. Richtig nachgedacht, einen kurzen Augenblick denn richtig ausgenutzt und nachgedacht,
Schau, wo er es ihm gebracht hat. Es gibt viele, jeder von uns hat viele Situationen zum Nachdenken. Viele Möglichkeiten zum Nachdenken. Nur wir müssen diese Möglichkeiten ausnutzen und nachher dementsprechend handeln. Jetzt, das was war jetzt, diese Trauerzeit, die damals war, es ist nicht nur damals. Also was trauern wir jetzt am 17. Tammuz? 17. Tammuz haben Israel den goldenen Kalb gemacht und Moschee hat die Tafeln gebrochen. Das ist eigentlich die hauptsächliche, was wir machen jetzt. Arizal sagt, als Am Israel den Kalb gemacht haben, am Tag davor, sie sind gekommen zu Aaron und sagen, Aaron, kum aselanu Elohim, mach uns jetzt jemanden, der zwischen uns und Gott ist. Wir brauchen statt Moschee jemanden. Moschee ist nicht mehr da. Kise Moschee ish enenu. Lo yadanu mea yalo. Moschee ist nicht da. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Mach uns jemanden statt Moschee. Was sagt er zu ihnen, Aaron? Bringt mir das ganze Gold. Kichag Lashem Machar. Morgen ist der 17. Tammuz. Kichag Lashem Machar. Die werden morgen einen Feiertag feiern. Und wie wir wissen, wenn man sagt morgen, ist nicht immer gemeint nach 24 Stunden. Wenn wir sagen morgen, so das sagt der Arizal, mit morgen ist hier gemeint später. Chagla Hashem Machar, das heißt später, es wird ein Trauertag sein, 17. Tammuz. Aber später, morgen, wird dieser Tag als Feiertag sein. Weil immerhin, es ist ein Moed, sagt der Arizal, dass 17. Tammuz und Tisha B'Av, beide werden Feiertage sein, so wie Yom Tov, und die 21 Tage dazwischen, das wird sein wie Chol HaMoed. Fröhliche Tage, wo wir nur chillen, essen und genießen. Warum? Kichag Lashem Machar. Es ist eine Trauer. Aber unsere Weisen sagen uns, dass nur diejenigen, die Kola mit Abel al Jerusalem, nur diejenigen, die um Jerusalem trauern, die werden nachher Zoche Veroe Besimchata. Die werden nachher auch den Verdienst haben und mitfreuen bei dem Aufbau von Jerusalem. Das heißt, manche sagen, ich halte nur Yom Kippur, genug für mich, was jetzt noch diese Chivasar Betamuz, nur Tisha B'Av mache ich auch, aber nicht mehr. Nein, Chas V'Shalom. Also wenn jemand gesund ist, muss er fasten, wenn nicht. Wenn jemand gesund ist, so muss er fasten. Der Talmud erzählt, Gittin, Seite 57. Oi. Maase be'arus ve'arusa. Zwei Verlobte. Übrigens, Verlobte von damals ist nicht die Verlobte von heute. Damals Verlobte, sie waren schon verheiratet. Er hatte schon den Ring gegeben, sie waren schon so wie Mann und Frau. Nur, man ist noch nicht Mann und Frau, bis man nicht die Chuppa gemacht hat. Die Chuppa und die Ktuba. Arus ve'arusa, zwei Verlobte, die als Geisel genommen wurden. Die wurden als Geisel genommen und nachdem sie als Geisel genommen wurden, währenddessen, wo sie Geisel waren, der junge Mann ist gestorben. Der junge Mann ist gestorben und seine Verlobte ist gekommen und hat gesagt, Sibdu Laze. Ich bitte euch, spricht eine Trauerrede über den einen Mann. Warum? Er war ein größerer Zadik als Josefa Zadik. Wie größerer? Josefa Zadik? Ja. Größerer Zadik als Josefa Zadik. Denn Josefa Zadik, mein Mann, wir waren schon mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre, eine längere Zeit, wir waren verlobt. Aber es hat gefehlt, die Chuppa. Die Chuppa hat gefehlt. Und innerhalb dieser ganzen Zeit, obwohl ich schon seine Frau bin, nicht so wie heute verlobt, wie gesagt, er hat schon den Ring. Aber nur weil die Ktuba, die Chuppa gefehlt hat, es gab keine Chuppa, nur wegen der Chuppa hat er mich nicht mit dem kleinen Finger angegriffen. Nur wegen dem, dass keine Chuppa war. Und er ist gestorben, ohne mich anzugreifen diese ganze Zeit. Wir waren eine lange Zeit. Josef HaZadik, er war kurze Zeit mit dieser Frau von Potiphar.
Und das war eine fremde Frau, keine Jüdin. Ich war seine Frau, ich war seine Verlobte und schon alles war. Und er hat mich trotzdem nicht angegriffen. Das ist ein Tzaddik. Noch stärker als Josef Tzaddik. Fragt sofort der Talmud, Moment, wenn Sie solche Tzaddikin waren, wie ist es dazu gekommen, dass Sie als Geisel genommen worden sind? Sie waren doch Tzaddikim. Wenn Sie Tzaddikim sind, Gott soll Sie beschützen. Antwort ist, weil Sie nicht getrauert haben um Beit HaMikdash. Entschuldigung, Al-Jerushalayim. Sie haben nicht getrauert um die Stadt Jerusalem. Beit HaMikdash ist auch Jerusalem. Sie haben nicht getrauert um Jerusalem und deswegen ist es dazu gekommen, dieses schreckliche Ereignis. Weil Sie nicht getrauert haben um Jerusalem. Jetzt, in Kurze, ich werde auf einen Bein versuchen, jetzt leider, wir haben von der Zeit sind wir ein bisschen, in Kurze, was ist erlaubt, was ist verboten? Bei dem Fasttag, am Sonntag, Chasve Shalom, wie gesagt, wenn Mashiach Bisei nicht kommt, wir hoffen jeden Tag, dass er kommt, aber wenn er nicht kommt, dann Sonntag, von 3.19 Uhr bis 21.17 Uhr in Wien hier, ist der Fasttag. Und bei der Periode, die beginnt, von Yemei Ben HaMetzarim, erste Sache, die wir schon jetzt beginnen, ab dem 17. Tammuz, ab Sonntag, ist, wir dürfen keine Musik hören. Grundsätzlich, ich habe das damals in den vorigen Jahren gesagt, Talmud Sota, Seite 48, steht geschrieben, seitdem es keine Sanhedrin mehr gibt, also Beit HaMikdash wurde zerstört und es gibt auch kein, das jüdische Gerichtshof, Sanhedrin, gibt es nicht. Seitdem es keine Sanhedrin gibt, dürfen wir keine Musik von Musikinstrumenten hören. Es sei denn, es ist ein Mitzwa-Anlass. Das heißt, es ist eine Hochzeit, eine Brit Mila, Pidyon HaBen, Siyum HaSechet und so weiter, ein Anlass, dann dürfen wir Musikinstrumente hören. Über das ganze Jahr lang, nicht jetzt diese drei Wochen, über das ganze Jahr lang einfach so Musik hören, ist laut dem Talmud problematisch. Ah, wie hören wir dann im Auto Musik, im iPhone, wie hören wir die Musik? Weil es ist kein Musikinstrument. Es ist kein Musikinstrument. Es ist eine Aufnahme von Instrumenten. Und deswegen, es ist so, wenn indirekt, deswegen, man drückt ein Auge zu. Man drückt ein Auge zu, dass wir während des Jahres Musik hören dürfen. Aber in diesen drei Wochen, auch dieses zugedrückte Auge sollte nicht allzu zugedrückt sein. Während diesen drei Wochen auch keine Musik von Handys, von USB und so weiter nicht hören. Innerhalb von diesen drei Wochen. Es sei denn, es gibt Ausnahmen. Es sei denn, wie gesagt, eine Mitzwa. Es gibt Siyum HaSechet. Es gibt eine Brit Mila. Ich kann jetzt nicht planen, dass die Brit Mila nicht an diesen Tagen ist. Eine Brit Mila. Oder für uns Faradim, der aschkenasische Brauch ist, dass man schon von 17. Tammuz bis Tisha B'Av nicht heiratet. Der sephardische Brauch ist von Rosh Chodesh Av, von Neumond Av bis Tisha B'Av, dass man nicht heiratet. Aber wenn jetzt ein Aschkenase gehen will zu einer sephardischen Hochzeit, bis zum Rosh Chodesh Av, ist erlaubt, sogar in Aschkenase dorthin zu gehen, obwohl dort Musik ist. Weil Musik für eine Mitzvah ist erlaubt. Dann, man darf, wir haben gesagt, Hochzeiten darf man nicht machen, man darf aber Verlobungen machen, das ist, was heute Verlobung nennen, ja, Shiduchin, dass man macht, okay, du A und B, wir sind jetzt ab jetzt zusammen, eine kleine Feier, man deckt den Tisch auf und so weiter, aber ohne Musik. Dann, ab dem 17. Tammuz, ab Sonntag, wir sprechen nicht mehr den Segensspruch Shehechianu. Shehechianu, Vekimanu, Vigianu, Lasman Azeh. Für neue Sachen spricht man diesen Segensspruch. Und Sefer Hasidim sagt, wie kannst du sagen, Shehechianu, dass, danke, dass du mich erleben hast und gebracht hast zu dieser Zeit. Welche Erleben hast du zu dieser Zeit? Das ist eine schlechte Zeit, schlimme Zeit. Deswegen sagt Sefer Hasidim, der Segensspruch passt nicht
zu diesen Tagen. Deswegen verhindere es. Zum Beispiel, worauf sagen wir Schechiano? Neue Früchte, die du, Saisonfrüchte, die du über diese ganze Saison nicht gegessen hast. Wenn du sie essen willst, iss sie davor. Oder iss sie am Schabbat. Am Schabbat kauf diese Frucht und iss sie. Übrigens, kauf diese Frucht. Im Talmud, es gab einen großen Rabbiner, er war arm. Und er hat Cent für Cent, er hat immer gesammelt, damit, wenn eine neue Frucht rauskommt, damit er diese Frucht kaufen kann und Schechiano segnen kann. So war er, selber ist er arm. Irgendeine neue Frucht, Papaya oder irgendwas Neues kommt raus, er kauft es, obwohl es teuer ist, damit er den Segensspruch Schechiano sagen kann. Warum? Weil er sagt, nach 120 Jahren, wenn du in den Himmel kommst, wird Gott dir sagen, Moment, ich habe diese schönen Früchte für dich erschaffen, damit du von dieser Welt genießt. Warum hast du nicht genossen? Und deswegen er hat gesammelt, um diese, damit er diese Früchte kaufen kann. Das heißt, wir können schauen, dass wir diese neuen Früchte zumindest auf Schabbat verschieben und am Schabbat sie essen. Dasselbe neue Kleidungsstücke. Du hast ein neues Kleid gekauft. Neues Sakko, neues Hemd, neue Hosen, sagt man auch Schechiano. Auch da, vermeide es zu kaufen, neue Kleidung oder neue Kleidung anzuziehen, damit du nicht den Segensspruch Schechiano sagen kannst. Wenn du siehst irgendeine Aktion jetzt plötzlich und du willst irgendein Kleidungsstück kaufen und es nachher anziehen, ist erlaubt. Oder am Schabbat bis zum Rosh Chodesh ab, am Schabbat darf man. Warum? Weil am Schabbat gibt es keine Trauervorschriften. Am Schabbat, Birkat Hashem mit Ashir, Belo Yosef Etzavima, gibt es keine Trauervorschriften am Schabbat, deswegen am Schabbat ist es erlaubt. Aber wenn jemand zum Beispiel jetzt, Brit Mila, sagt auch Schechiano, darf man sagen Schechiano. Warum? Weil das ist jetzt seine Zeit, darf man Schechiano sagen. Oder, es gibt eine Halacha, wenn du deinen Freund 30 Tage lang nicht gesehen hast, den du sehr, sehr magst und liebst, und wenn du ihn siehst, dann segnest du Schechiano, Vekimanu, Vigyanu, Rasmanase, mit Gottes Namen. Obwohl es gibt manche Poskim, die sagen, mach das nicht. Warum? Weil heute ist das Einschleimen sehr aktuell und Leute tun so, als ob, ey, ich bin dein bester Freund, Schechiano, Vekimanu. Damit es nicht ist, deswegen vermeide es. Oder wenn jemand seinen Freund nicht gesehen hat, 12 Monate lang, welche Bracha sagt man? Mechayametim. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Olam. Mechayametim. Aber heute sagt man das nicht. Dann, innerhalb von diesen drei Wochen sagt man Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot gibt im Sidur am Anfang, dass man setzt sich auf den Boden und beweint und beklagt, dass wir keinen Beit HaMikdash haben. Und die letzte Sache, die jetzt beginnt, am 17. Tammuz, weil es ab Rosh Chodesh gibt es nachher noch neue Sachen, die dazu kommen und nachher Shavu Shechalbo. Aber jetzt was noch, der Shulchan Aruch sagt, man soll nicht gehen zwischen Sonne und Schatten. Zwischen Sonne und Schatten, es gibt Schatten und Sonne, in dieser Linie sollte man vermeiden zu gehen während dieser Zeit. Warum? Weil es gefährlich ist. Daraus haben einige Gelehrten gelernt, dass wir vermeiden sollen, gefährliche Sachen zu tun in diesen drei Wochen. Ja, nicht jetzt irgendwo irgendwelche Action-Sachen machen. Man soll ein bisschen ruhig sein, mit einem niedrigen Volume, ein bisschen unten sein und nicht zu viel Lärm, kein Blödsinn machen, weil das ist eine gefährliche Zeit. Bezrat Hashem, dass diese Tage, Bezrat Hashem, schnell noch dieses Jahr verwandeln zu gute Tage, Bezrat Hashem. Dass jeder von uns, Bezrat Hashem, ausnutzt diese Augenblicke des Nachdenkens. Augenblicke des Nachdenkens ausnutzen und Be'ezrat Hashem dementsprechend handeln. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.